Die Skulptur als Prozess. Künstler Franz Erhard Walter macht es selbst vor. Die aus Stahl geformten Bodenelemente sollen den Besucher im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Werkbegehung einladen. Denn erst durch die Interaktion zwischen Mensch und Installation entsteht das Kunstwerk. Kurzum, der Sockel wird zum Schreitsockel. Die Werkstücke, die wir hier installiert sehen, sind zunächst mal Sockel. In dem Moment, wo Personen darauf stehen, machen sie die durch das Daraufstehen zu einem Sockel und sie können sich selbst als Skulptur sehen. Während sie das tun, definieren sie sozusagen den Raum, in dem sie stehen oder den sie durch Schritte definieren. Und es wird gleichzeitig auch zeitartikuliert, also wann die Schritte skulptural vollzogen werden. Anfang der 1960er Jahre begann Franz Erhard Walter, diese Werkgruppe zu entwickeln. Seine vielbeachtete Kunst revolutionierte nicht nur den traditionellen Skulpturbegriff, sie ließ ihn auch zu einer Schlüsselfigur der Minimal- und Performance-Art werden. In Fulda geboren, studierte Walter später an der Frankfurter Städelschule. Doch sein Verhältnis zur Kunsthochschule ist ambivalent. Das ist natürlich ein ganz spezielles Verhältnis, was Franz Erhard Walter mit der Städelschule verbindet. Also eine der Arbeiten, die wir installiert haben, ist das so installiert, dass eben die Menschen, die sie benutzten, die darauf stehen, darauf schreiten, eben auch der Städelschule den Rücken zukehren. Das hat so eine gewisse Pointe, weil er eben sozusagen von der Städelschule geflogen ist. Also der Rauschmiss war sozusagen vielleicht der wichtigste Karriereimpuls, weil er dann eben sozusagen seinen Kunstbegriff immer ganz neu überdenken musste, auch dann sich nach Düsseldorf orientiert hat, dann bei K.O. Goetz studiert hat und in einer ganz anderen auch Gruppe von Künstlern zusammenkam und sozusagen jetzt kommt er eben nach über einem halben Jahrhundert wieder sozusagen zurück in den Städelgarten, zurück zur Städelschule. Das ist ein ganz schöner Aspekt der Ausstellung, der uns auch sehr, sehr freut. Nachdem seine Werke bereits im Museum of Modern Art in New York ausgestellt wurden, kehrt Franz Erhard Walter nun quasi wieder zurück zu seinem künstlerischen Ursprung. Wer Lust bekommen hat, selbst einmal in Interaktion zu treten, bis Mitte November sind die Schreitsockel und Standstellen noch begehbar.